Heute komme ich mal mit einem Video um die Ecke, das sich besonders eignet für Leute, die vielleicht überlegen, mal eine Kreuzfahrt zu machen und vielleicht auch selber mal so Kreuzfahrt-Fans werden möchten, wie wir das ja sind. Ja, im Moment ist es halt wieder soweit. Wir liegen quasi in den letzten Zügen für die nächste Cruise, die ja jetzt am 27. bzw. am 29. Dezember beginnt. Die für nächstes Jahr ist schon fest gebucht und die für 2021 wird wohl in die nächsten Tage gebucht. Da haben wir also auch schon das Passende gefunden. Und dann kommen ganz viele Leute einfach auch immer und sagen, Mensch, ne, ihr macht das ja so oft, was ist das denn wirklich so toll? Ich würde ja auch mal, aber ich bin da ganz unsicher, was kann man denn fahren? Würdet ihr eher AIDA oder TUI empfehlen? Ja, da müssen wir sagen, da sind wir ganz raus, weil wir machen weder das eine noch das andere. Wir sind ja so die Fans internationaler Reedereien, da bevorzugt Royal Caribbean, mit denen wir ja jetzt auch dann 3 Jahre oder 4 Jahre hintereinander dann auf jeden Fall cruisen werden, weil auch die wir jetzt noch buchen werden, ist wieder mit Royal Caribbean. Ja, und das ist eben so, dass dann viele so einfach fragen, was hast du denn für Tipps? Was würdest du einem Erstkreuzfahrer, der sich jetzt vielleicht das erste Mal überhaupt mit dem Thema befasst, empfehlen? Ja, was würde ich denen empfehlen? Also ich habe da so, ich sag mal, mehrere Tipps, aber die drei wichtigsten, darüber wollte ich dann heute mal kurz sprechen, beziehungsweise die drei wichtigsten Punkte, die ich dann immer sage, was die beachten sollten. Punkt 1 ist auf jeden Fall, wenn ihr das vorhabt, sucht euch ein kompetentes Reisebüro. Oder eben einen Reiseberater im Internet oder wie auch immer, die euch aber auch beraten und bei denen ihr ordentlich Fragen stellen könnt und die mit euch das Ganze durchgehen. Es sei denn, ihr seid auch so Kreuzfahrt-Freaks wie wir, die eh schon sich viel damit beschäftigen möchten und die da auch Lust und Zeit zu haben. Für uns ist es, wie gesagt, ein Hobby und beziehungsweise ja auch mittlerweile ein bisschen mit in die berufliche Schiene. Aber es war schon immer ein Hobby von uns, schon lange. Und wir lieben es. Zum Beispiel auch sonntags ist ganz normal, immer wenn wir jetzt nicht gerade unterwegs sind, dass wir dann das neueste Video vom Schiffstester Matthias Mohr gucken. Das verfolgen wir schon ewig. Wir lieben diese Videos. Wir folgen noch anderen Bloggern, die oder Vloggern, wie auch immer, die dann einfach von ihren Reisen berichten. Wir schauen, was die Reedereien Aktuelles machen. Wir fahren öfter nach Papenburg und gucken uns da die neuen Schiffe an, lesen Blogs und und. Das heißt, wir lieben dieses Thema und sind relativ gut informiert, auch über Reedereien, mit denen wir selber jetzt nicht fahren können, würden, einfach weil uns das Ganze immer interessiert. Ich finde das immer spannend zu sehen, was haben die Reedereien für ein Konzept, was passiert jetzt da und da. So, nur für mich ist es zum Beispiel so oder für uns, dass deutsche Reedereien für uns gar nichts wären. Aus dem einfachen Grund, da fehlt uns das internationale Flair. Ich möchte nicht auf einem Schiff sein und dann habe ich ein Brauhaus. Das Brauhaus habe ich, wenn ich nach München fahre zum Fußball, dann gehe ich im Brauhaus ein trinken und dann reicht mir das. Wenn ich aber in die Karibik schippe, möchte ich nicht ins Brauhaus. Klar gibt es da auch andere Sachen auf AIDA-Schiffen als jetzt im Brauhaus und nicht jedes Schiff hat das Brauhaus. Und, ne, aber so generell dieses Flair, es wird da ja schon sehr darauf geachtet, dass dann sich die deutschen Gäste sehr wohlfühlen. Es ist ein deutschsprachiges Schiff. Es gibt vieles auch an deutschen Speisen und so weiter. Und das möchten wir nicht. Wir persönlich finden das nicht schön. Aber genau darauf will ich hinaus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel da seid, sagt, finden wir auch nicht schön und die geht ins Reisebüro. Es ist aber oftmals so, dass das Reisebüro meistens AIDA oder TUI anbietet. Und wenn ihr dann nicht explizit nach was anderem fragt, werden die euch das vermutlich gar nicht so weit ausführen, sondern die werden so schon, sage ich mal, argumentieren, dass sie irgendwie schon vorher TUI oder AIDA bucht, bevor es überhaupt auf andere Reedereien zu sprechen geht. Da ist das Problem. Es sollte aber das Reisebüro schon vorher darauf achten, ob ihr denn überhaupt dieses deutsche Flair möchtet. Vielleicht möchtet ihr das ja gar nicht. Ne? Vielleicht einfach, weil ihr es nicht wisst, dass es auch Verschiedenes gibt. Weil klar, wenn du in Deutschland bist, du hast vorwiegend AIDA, TUI. Ich habe jetzt letztens noch einen gesponserten Beitrag von diesem Miravando-Reiseportal da gehabt. Da stand dann, welches ist euer Lieblingsschiff? Ich habe dann mal gelesen, es waren über 100 Kommentare und man konnte eigentlich, ich habe wirklich mal so kurz überflogen, weil man sieht dann ja schnell die Reederei, das Schiff. Es war alles AIDA und TUI, es waren, ich glaube, zwei und dann mit mir halt noch drei, die dann auf internationalen Reedereien bzw. auf die Schiffe angesprungen sind.
Und so ist es einfach hier. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, nee, ich würde auch gerne was Internationales ausprobieren oder ich habe bestimmte Vorstellungen, dass ihr euch ein kompetentes Reisebüro oder einen Reiseberater sucht. Und das merkt ihr eben dann auch schon, wenn ihr da zum Beispiel mal reingeht und dann vielleicht mal ein paar, sagt, ihr möchtet eine Kreuzfahrt buchen. Ein gutes Reisebüro wird dann vielleicht erstmal oder wird dann eigentlich fragen, ja, was stellen Sie sich denn so vor? Was ist für Sie wichtig? Ist die Voraussetzung, dass es deutsche Sprache ist oder kann es auch international sein? Denn dann schließen die von vornherein nichts aus und ein Reisebüro sollte das nicht tun. Die sollten ja sehen, was möchte der Kunde oder was passt dann auf den Kunden und nicht nur, wo kriege ich vielleicht die meiste Provision, weil die gibt es wahrscheinlich bei TUI und AIDA. Hier für Deutschland kann schon sein, aber das sollte ja nicht Hauptaugenmerk der Berater sein. So, und das solltet ihr, wie gesagt, da solltet ihr euch vernünftig was suchen. Schreibt euch am besten für euch selber auf, was für euch wichtig ist, was ihr gerne möchtet. Ne? Auch so Galaabend, ja, nein und so weiter. Und dann geht damit ins Reisebüro oder telefoniert mit einem Reiseberater, wenn der jetzt nicht bei euch vor Ort ist, was auch immer. Das Zweite geht eigentlich damit einher. Denn das ist die Wahl der Reederei. Im optimalen Falle ist das Reisebüro euch dann auch behilflich, aber manchmal kann es ja auch sein, dass es dann zwei oder drei Reedereien so ein bisschen ähnlich sind, vielleicht in Frage kommen. Dann ist es wichtig, dass ihr euch wirklich überlegt, welches Konzept möchte ich für meine Kreuzfahrt. So, und ein gutes Reisebüro kann euch dann schon ein bisschen die Konzepte erklären oder so die Hauptsachen, die so das Bordleben ausmachen bei der Reederei. Und dann müsst ihr für euch eben schauen, was passt. Wenn ihr zum Beispiel eben, wie angesprochen, sagt, ich möchte gerne auch an Bord so ein bisschen die deutsche Atmosphäre haben, ich brauche immer so ein Stück weit Heimat, dann könnte AIDA passen. Wenn ihr dann aber gleichzeitig sagt, es soll aber etwas gediegener sein, vielleicht möchte ich auch All-in und nicht extra noch ein Getränkepaket kaufen müssen und so weiter, dann wäre es wahrscheinlich eher wieder TUI, was zu euch passt, grob jetzt so gesagt. So. Gleich ist es bei internationalen Reedereien, ne? Da hat ja auch jede so ihr Konzept. Und das ist eben wichtig, dass ihr das für euch passende findet. Denn wenn das Konzept nicht passt und ihr auf das Schiff geht und das total anders ist, als ihr möchtet, dann werdet ihr am Ende wahrscheinlich wiederkommen und sagen, boah, was schwärmen denn alle von Kreuzfahrten? Das ist doch voll scheiße gewesen, dies, jenes, welches war nicht gut. Und das wäre ja schade drum, denn wenn man die richtige Reederei und das richtige Konzept hat, dann ist das einfach eine tolle Sache, die die meisten Leute in Bann zieht und wo das dann auch nicht nur bei einer Kreuzfahrt bleibt. Und wenn wir bei der Reederei sind, sind wir gleich schon beim dritten Punkt, den ich Erstkreuzfahrern raten würde, beziehungsweise worauf ihr achten solltet, ist die Auswahl des richtigen Schiffes. Denn selbst wenn ihr die Reederei findet und die Konzepte erstmal grob auf den Schiffen ja gleich sind, wenn ihr bei einer bestimmten Reederei seid, so ist es ja doch so, dass es verschiedene Schiffe, Schiffsklassen, Schiffsgrößen gibt. Ne, nehmen wir mal meine oder unsere Lieblingsreederei Royal Caribbean. Es gibt relativ kleine Schiffe, die auch diesen ganzen, ich sag mal, Schnickschnack, den ich persönlich super liebe und der für mich sehr wichtig ist, aber anderen Leuten eben nicht, nicht haben. Und dann auch nicht so viele Passagiere wie, sag ich mal, die neuen Schiffe, die jetzt von Royal Caribbean auf den Markt gekommen sind oder die neueren. So, muss man dann halt wissen, dann muss man sehen, welches Schiff könnte da passen. Oder ihr sagt, ich möchte volle Action. Ich möchte alles, was so ein Schiff überhaupt zu bieten haben kann. Dann würde ich persönlich immer sagen, schaut euch die Schiffe der Quantum-Klasse oder der Oasis-Klasse an, weil die haben, das lässt eigentlich fast keine Wünsche offen. Ne? Und das muss man einfach wissen, weil, wie gesagt, jede Reederei hat ein Konzept, aber trotzdem noch wieder unterschiedliche Schiffe, wo es dann sein kann, dass ihr eben sagt, boah, das Schiff der Reederei ist toll, das Konzept ist toll, das hat mir gefallen. So, und dann fahrt ihr vielleicht mal mit einem kleineren oder auch größeren Schiff dieser Reederei und sagt, oh, nee, geht gar nicht. Ne? Das kann also auch passieren, denn wir sind auch in Royal Caribbean Fangruppen, hätte ich es fast genannt und so. Und da lese ich es auch öfter mal, dass dann welche vorwiegend immer die kleineren Schiffe gefahren sind, immer super begeistert und dann einfach mal auf das größere umgeswitcht haben und gesagt, ja, Royal Caribbean, klasse und das war auch Service und so war auch alles toll. Aber das Schiff, nee, sowas geht für mich gar nicht. Und deshalb, um das zu vermeiden, kann man eben auch da schon so ein bisschen sich beraten lassen. So, was findet man auf den Schiffen? Wie ist es? Im besten Falle redet ihr mit Leuten, die schon auf diesen Schiffen waren. Denn es nützt ja nichts, sage ich mal, wenn ihr jemanden fragt, der auf den Schiffen noch nicht war und der das nicht sagen kann. Wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel immer höre, um Gottes Willen, ihr fahrt mit der Oasis of the Seas oder Harmony oder nächstes Jahr ist dann die Symphony,
Über 5000 Passagiere, da hast du ja nirgendwo Platz, da ist ja alles voll, du kannst ja nirgendwo mal in Ruhe stehen. Ja, also jemand, der noch nie auf dem Schiff war, kann das so empfinden. Und wenn mich jemand fragen würde und ich war noch nie auf dem Schiff, würde ich sagen, kann sein, kann aber auch nicht sein. So, ein Reisebüro wird dir wahrscheinlich sagen, nee, 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 nee. Aber es ist schon gut, wenn jemand dann auf dem Schiff schon mal war, weil ich kann sagen, es ist nicht so. Natürlich gibt es bestimmte Bereiche, wo du diese Masse merkst. Aber auch wir waren schon auf kleineren Schiffen und die waren teilweise sogar noch gefühlt voller, weil da eben gar nicht so der Platz war und gar nicht so viele Möglichkeiten, wo sich das dann verlaufen hat. So auf der Oasis zum Beispiel haben wir einen besonderen Lieblingsplatz. Der ist in diesem Solarium. Kann ich euch jetzt nicht so gut erklären. Wenn ihr es mal sehen wollt, könnt ihr es googeln oder bei mir auf, wenn ihr es bei mir auf Facebook auf dem Profil seht, werdet ihr die Bilder vielleicht auch mal sehen. Da ist dann wirklich so, dass ihr da rausgeht und dann ist das fast wie auf einer Nock auf einer Brücke. Das heißt, es ist so ein bisschen so seitlich über dem Meer, wo ihr dann stehen könnt und quasi frei aufs Meer guckt, nach vorne hinweg. Da ist ein Platz, eigentlich haben wir da immer gestanden und es waren relativ wenig Leute, die dort stehen. Die meisten Leute, wenn das Schiff ausläuft, stehen oben am Pooldeck und auf den darüber liegenden Decks hier an der Reling. Aber da hatten wir eigentlich immer schöne Plätze. Oder die Liberty of the Seas ist nicht ganz so groß wie jetzt die Oasis und die Quantum-Klasse-Schiffe. Aber da gab es zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe jetzt gehört, dass es das auf Oasis auch gibt, muss ich gestehen, habe ich selber nicht gesehen, als wir das letzte Mal auf Oasis waren. Ich habe es jetzt nur gelesen und wir werden es diesmal gucken, ob das so ist. Also auf der Liberty of the Seas konnten wir vorne an Bug. Das heißt, wir konnten komplett bis nach vorne durch, man hätte Titanic spielen können. Und dort waren sogar auch Bänke, wo man sich hat hinsetzen können und einfach aufs Meer schauen können. Und es war so gut wie nie irgendjemand da. So, obwohl Sinn, auf dem Schiff ne? ja auch. Und das sind eben wirklich so Sachen, wo ich sage, das ist eine super Sache. Und das kann man eben nicht unbedingt wissen, wenn man selber auf dem Schiff noch nicht war. Und von daher ist es immer ganz gut, wenn man jemanden fragt, der vielleicht schon auf dem Schiff war oder überhaupt auf Kreuzfahrt war. Denn das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja auch immer viele, die fragen dann irgendwo oder im Reisebüro, die Mitarbeiter sind natürlich in dem Sinne ausgebildete Leute, aber nicht jeder war auf einer Kreuzfahrt. Ne? Manche wollen das für sich auch gar nicht. Klar, die können trotzdem kompetent beraten, denn ich kann mir das ja auch alles aneignen. Wie gesagt, im Internet gibt es so viel Material und wenn ich die Videos von eben dem Schiffstester sehe oder so, da kriege ich auch schon tolle Einblicke. Nur ist die Frage, ob die das immer so machen in ihrer Freizeit, weil für viele ist das dann auch einfach, wie gesagt, nicht so relevant wie für uns, die das Ganze auch ein bisschen als Leidenschaft und Hobby sehen. Ne? Und deswegen, also da müsst ihr schon immer ein bisschen suchen und im optimalen Falle habt ihr dann auch jemanden dort, der selber gerne cruist oder was auch immer. Ja, und das sind einfach so die drei Dinge, wo ich sage, da kommt es mal als allererstes drauf an. Sprich, kompetentes Reisebüro suchen, bei dem ihr dann vortragt, was ihr euch so vorschwebt. Darüber solltet ihr euch, wie gesagt, natürlich vorher ein paar Gedanken machen. Dann mit dem Reiseberater, dem Reisebüro, wie auch immer zusammen, die passende Reederei bzw. dessen Konzept finden. Und dann von dieser Reederei, für die ihr euch entscheidet, auch noch das passende Schiff. Und dann habt ihr erstmal die großen Voraussetzungen abgesteckt, die dazu beitragen, dass ihr erstmal vom Grundprinzip her mit Sicherheit eine tolle Kreuzfahrt haben werdet. Ja, und wenn ihr dann eben genauso begeistert seid oder so, dann kann man auch mal was ausprobieren oder auch mal sagen, ich probiere mal eine andere Reederei, wenn es mir dann nicht gefällt. Naja, ich weiß ja, dass Kreuzfahrten prinzipiell was sind und von daher ist das einfach erstmal das A und O. Ja, und falls ihr irgendwo zwischendurch mal Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne bei mir mal was posten oder was fragen. Ne? Wenn ich da weiterhelfen kann, mache ich das auch gerne. Weil, wie gesagt, es ist mein Hobby, es ist meine Leidenschaft und ich liebe es, darüber zu reden und auch den Leuten davon zu erzählen. Und ja, also wir haben jetzt auch schon jetzt wieder ein paar Leute, die jetzt das erste Mal mit sind, mit uns oder mitfahren werden. Dann haben wir für die nächste Kreuzfahrt, die wir jetzt buchen wollen, auch schon wieder ein paar Leute, die sagen, da wollen wir mit. Wir machen es immer so wie cruisen einmal mit Freunden aus unserem Fanclub und aus dem Freundeskreis und ein Jahr dann wirklich nur mein Mann und ich. Wir machen das immer ein bisschen im Wechsel. Ja, und wie gesagt, da sind schon Erstkreuzfahrer und die haben halt auch sich die Infos dann bei uns geholt und ja, dann haben wir denen das halt so ein bisschen erzählt und die fanden das toll und dann fahren die halt mit. In diesem Sinne, vielleicht sind da ja jetzt draußen auch welche, die dann auch demnächst zu Erstcruisern werden.
Unser nächstes Video wird dann höchstwahrscheinlich jetzt aber wirklich dann von der Cruise sein oder vom Urlaubsstart. Denn ganz so viel ist ja nicht mehr. Nächste Woche ist dann ja auch noch Weihnachten, Koffer packen und. Ja, und von daher, falls ihr dann demnächst auch eure erste Cruise für euch habt oder vielleicht auch schon die nächste, wünsche ich euch auch eine schöne Reise und auf jeden Fall schon mal schöne Feiertage.